Warum ist ein Netzhaarsystem so sehr beliebt? Und was ist denn das Besondere dran? Für wem eignet sich so ein Haarsystem? Und vor allem, wie teuer ist denn so ein Netzhaarteil? In diesem Video möchte ich gerne mit euch darüber sprechen. Hey meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Data von Taha. Schön, dass ihr wieder da seid. Freut mich sehr. Liebe Freunde, unter den Haarteilträgern ist so ein Netzhaarsystem einer der beliebtesten Haarteile überhaupt. Die Frage ist, warum ist es denn eigentlich so sehr beliebt? Und darüber möchte ich gerne heute mit euch sprechen. Das Ganze habe ich natürlich für euch in vier Themen aufgeteilt. Thema Nummer 1 ist, was sind die Vor- und Nachteile von so einem Netzhaarteil? Thema Nummer 2 ist, für wem eignet sich denn überhaupt so ein Netzhaarsystem? Thema Nummer 3, wie kombiniere ich ein Netzhaarsystem richtig? Und zu guter Letzt Thema Nummer 4, was natürlich jeden von euch interessieren wird, wie teuer ist denn überhaupt so ein Netzhaarsystem? Und da starten wir gleich mit Thema Nummer 1, was sind die Vor- und Nachteile von so einer Netzmontur? Liebe Freunde, der Vorteil bei einem Netzhaarteil ist, dass ein Netzhaarteil total natürlich aussieht. Abgesehen von der Natürlichkeit sitzt noch so ein Netzhaarteil total bequem auf dem Kopf. Es ist sehr leicht, es fühlt sich total angenehm, man spürt Wind und Wasser. Also es gibt einem Haarteilträger genau das Gefühl, was er letztendlich braucht. Und zwar Natürlichkeit pur. Der Nachteil dagegen ist meines Erachtens nach ganz klar die Reinigung. Da der Kleber direkt in die Netzmontur des Haarsystems eindringt, das heißt direkt in die einzelnen Poren rein, lässt er sich bei der großen Reinigung im Nachhinein wahnsinnig schwer abkriegen. Nicht nur das, ich sehe noch einen weiteren Nachteil und zwar die Empfindlichkeit einer Netzmontur. Denn sobald man den Kleber abkratzen möchte, ist die Gefahr sehr hoch, dass man die Montur im vorderen Bereich beschädigt. Beschädigt man die Montur, verliert natürlich das Haarsystem Haare und dann sieht es im Nachhinein, gerade im vorderen Bereich am Ansatz, total unnatürlich aus. Und das will natürlich kein einziger Haarteilträger. Apropos Haarteilträger, und da kommen wir gleich zu Thema Nummer 2. Für wem eignet sich denn überhaupt so ein Netzhaarteil? Liebe Freunde, grundsätzlich ist ein Netzhaarteil für jedermann geeignet. Die Frage ist, für wen wäre es denn eigentlich optimal? Optimal wäre es beispielsweise für Leute, die einen Job haben, wo die sehr viel schwitzen. Was weiß ich, Handwerker, Koch, was auch immer. Also ein Job, wo man halt viel schwitzt. Optimal wäre es für Leute, die sehr viel Sport machen, Leute, die intensiv schwitzen oder Leute mit einer ganz, ganz empfindlichen Kopfhaut. Es gibt aber auch Menschen, die sehr viel in Urlaub fliegen und sehr viel Wert darauf legen, dass sie Wind und Wasser spüren. Auch für solche Leute wäre es natürlich optimal. Was aber viele nicht bedenken, es eignet sich auch vor allem für Leute mit einem islamischen Glauben. Denn im Islam ist es wahnsinnig wichtig, dass wenn man vor dem Gebet die Waschung durchführt, also eine Prozedur der Waschung, da ist es wahnsinnig wichtig, dass das Wasser die Kopfhaut berührt. Und für Leute mit einem islamischen Hintergrund eignet sich so ein Netzhaarteil ideal. Eine weitere Frage, die sehr interessant für euch ist, und da kommen wir gleich zu Thema Nummer 3. Welche Kombination wäre sehr empfehlenswert bei einer Netzmontur? Liebe Freunde, bei einem Netzhaarteil gibt es unterschiedliche Variationen. Es gibt einmal die Variation, man nimmt ein Haarsystem, was komplett aus Netz besteht. Es gibt noch eine weitere Variation, was ich persönlich bevorzuge, und zwar die Kombination aus Netz und PU. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann habe ich für euch hier oben ein Video vorbereitet. Aber warum empfehle ich denn die Kombination hier am liebsten? Na ganz einfach, liebe Freunde, die Reinigung, wie ich das schon vorhin erwähnt habe, sobald man bei einer Netzmontur den Kleber anwendet, besonders den Flüssigkleber, dann dringt er direkt in die einzelnen Poren rein. Hier dagegen kann es nicht passieren, denn wir haben PU am Rand und dadurch können wir den Flüssigkleber als auch die Tapes anwenden. Ein weiterer Vorteil ist die Stabilität. Durch die Kombination ist das Haarsystem weit stabiler. Und noch ein weiterer Vorteil, Menschen, die beispielsweise sehr viel Sport machen, sehr viel schwitzen und so weiter und so fort, was ich vorhin erwähnt habe, haben nochmal Netz in der Mitte. Dadurch ist das Ganze nochmal atmungsaktiv. Und obwohl man PU im vorderen Bereich hat, sieht es trotzdem wahnsinnig natürlich aus. Und da kommen wir gleich zu Thema Nummer 4, was jeden von euch interessieren wird. Wie teuer ist so ein
Netzhaarsystem. Liebe Freunde, so ein Netzhaarteil bekommt man im Onlineshop zwischen 200 und kann maximal bis zu 800 Euro hochgehen. Der Preis hängt davon ab, von welchem Hersteller das ist, ob mit PU am Rand, ohne PU am Rand, ob das eine Maßanfertigung ist. Natürlich ist eine Maßanfertigung immer teurer. Also das ist sozusagen der Durchschnittswert im Internet. Bei einem Haarteilstudio geht meistens der Preis so bei 300 Euro los und kann maximal bis zu 1500 Euro hochgehen. Hängt wiederum davon ab, ob das nun eine Maßanfertigung ist oder nicht, mit PU am Rand, welcher Hersteller und so weiter und so fort. Aber das ist dort auch so in etwa der Durchschnittswert. Es gibt aber tatsächlich einige Haarteilstudios, die nehmen für so ein Netzhaarteil in Kombination mit PU zwischen 2000 und 2500 Euro bei einer Maßanfertigung. Ja, liebe Freunde, ich persönlich finde das zu teuer. Ich kann euch da nur den Tipp geben, vergleicht ordentlich die Preise. Liebe Freunde, wenn ihr gestattet, würde ich noch gerne eine einzige Anmerkung hinzufügen, was natürlich auch wichtig ist für euch. Wenn ihr ein Haarsystem bestellt aus dem Online-Shop, dann achtet bitte oder fragt dem Hersteller nochmal, ob die Netzmontur gebleicht worden ist. Wenn es nicht der Fall ist, dann ist die Gefahr im Nachhinein hoch, dass es im vorderen Bereich am Ansatz total unnatürlich aussehen würde, weil es halt sehr, sehr dunkel ist. Dazu werde ich im Übrigen nochmal ein separates Tutorial machen und da werde ich euch zeigen, wie man ein Netzhaarteil blondiert, wie man es bleichen würde, damit es halt natürlicher im vorderen Bereich aussieht. Dazu mache ich nochmal separat ein Video für euch. Ihr Lieben, das war's auch schon mit meiner Sendung. Ich hoffe, die Sendung hat euch heute gefallen. Wenn ja, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr mir ganz, ganz viele Likes gibt. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Habt ihr Fragen zu unserer Dienstleistung oder zu unserer Produktserie, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Solltet ihr irgendwelche Anregungen oder andere Fragen haben zum Thema Haarersatz, schreibt es bitte unten in den Kommentaren mit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt natürlich vor allem gesund und denkt immer an eins. Pflegt eure Haare, euer Ihab. Bis zum nächsten Mal.